Heute präsentiere ich euch die in meinen Augen größte Chance für 2023. Bleibt dabei, wenn ihr erfahren wollt, welche Aktien davon profitieren. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich nehme diese Ausgabe für euch in meiner Ferienwohnung in Sachsen auf, habe mich ja ein paar Tage hierher verzogen und möchte mit euch in diesem Video über die größte Chance für 2023 sprechen. Ich hatte auf der negativen Seite gesehen schon ein Video gemacht, welches Risiko ich für nächstes Jahr als am größten erachte. Ich blende euch das Video mal ein, ich verlinke es euch unten drunter. Und jetzt möchte ich natürlich, dass wir hier eine Art Balance haben, dass wir nicht nur über negative Dinge sprechen, wobei, ja, kann man auch ehrlich sagen, der Negativismus, der verkauft sich natürlich auf YouTube viel besser und bringt mehr Klicks, aber das ist mir egal, denn ich mache die Dinge so, wie, ja, wie ich bin, und ich bin ein balancierter Mensch und deswegen möchte ich mit euch natürlich auch über Chancen und Perspektiven für 2023 sprechen. Und ich sehe mit einer der allergrößten Chancen 2023 im chinesischen Aktienmarkt. Ich weiß, Achtung, Stopp, diejenigen, die sagen, China, da habe ich endgültig die Schnauze voll, und da gibt es etliche davon, vor allem diejenigen, die gerade in wenige China-Werte investiert haben, in Tech-Werte, die dann die Regulierungskeule erwischt hat. Ja, die haben zu Recht die Schnauze voll, aber deswegen sollte man trotzdem versuchen, objektiv an die Geldanlage ranzugehen. Und China sollte man aus einer groß angelegten Geldanlagestrategie nicht unbedingt ausklammern. Und ich habe da zumindest Chancen ausgemacht, was den chinesischen Aktienmarkt im nächsten Jahr angeht. China, muss man allerdings auch sagen, hat hausgemachte Probleme. Wir haben Probleme am Immobilienmarkt, wir haben eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Gerade diese zwei Faktoren sind natürlich für China dominierende Negativfaktoren. Der Immobilienmarkt ist eine große Säule der Geldanlage, langfristigen Geldanlage der Chinesen. Wenn der ins Wanken gerät, wie in den letzten Monaten, ja mittlerweile sind schon 1,5 Jahre eigentlich, wo wir Probleme am chinesischen Immobilienmarkt sehen, dann ist das schlecht für die Wirtschaft, vor allem weil der Immobilienmarkt auch andere Branchen schnell infizieren kann. Das heißt, wenn der Immobilienmarkt bröckelt, dann bekommen auch die Banken ein Problem. Wenn die Banken ein Problem bekommen mit den Krediten, dann werden sie zurückhaltender, vergeben weniger Geld, und dann, ja, zieht sich das in andere Wirtschaftsbereiche wiederum durch. Und also der Immobilienmarkt ist ein ernstzunehmendes Problem, komme ich gleich noch drauf, auch was die chinesische Regierung dagegen tut. Und die steigende Jugendarbeitslosigkeit ist jetzt bei uns hier in den westlichen Medien nicht unbedingt so das große Thema. Aber in einem Land mit über 1,3 Milliarden Menschen ist es natürlich schlecht, wenn die junge Bevölkerung keine große Perspektive hat, wenn die dann irgendwann, was man jetzt auch schon sieht, gegen die Corona-Maßnahmen in China rebelliert, dann muss auch da etwas getan werden. Und da muss China natürlich darauf achten, dass der Wachstumsmotor beständig weiter wächst. Man hatte für dieses Jahr sich ein Ziel von um die 5-5,5% vorgegeben an Wirtschaftswachstum. 3-3,5% werden wahrscheinlich nur erreicht. Das ist ein Bombenwert für Deutschland und europäische Volkswirtschaften. Für ein Entwicklungsland, zu dem China oder zu dieser Kategorie China immer noch zählt, ist es relativ wenig. Also da braucht man schon Wachstumsraten von 5% und mehr. Die sind für nächstes Jahr angepeilt. Ob sie erreicht werden, werden wir sehen. Also wir haben durchaus negative Entwicklungen in China und wir haben natürlich immer noch die sehr stringenten Corona-Maßnahmen. Aber ich blende euch mal die erste Grafik ein. Und die erste Grafik zeigt euch die Entwicklung der Immobilien, sei schon, der Inflationsrate natürlich in China. Und ihr seht, im Gegensatz zu uns westlichen Ländern, ich nehme jetzt mal Deutschland heraus, wo die Inflationsrate bei um die 10% liegt, ist die in China jüngst auf unter 2% gefallen. Auch die Erzeugerpreise wurden jetzt jüngst am Freitag vermeldet, liegen bei nur um die 1,3% Steigerung. Ihr seht also, China ist inflationsmäßig auf einer sicheren Insel. Das liegt auch an den günstigen Energiepreisen, die dort herrschen, und dass man sich also nicht Russland-Sanktionen angeschlossen hat und weiterhin aus Russland auch günstige Energie einkaufen kann. Und das drückt natürlich darauf, oder das drückt auf die Inflationsrate und führt dazu, dass die Inflationsrate deutlich niedriger ist als bei uns. Warum habe ich das euch jetzt gezeigt und erklärt? Das hat natürlich Implikationen für die Zukunft. Wenn die Inflationsrate gering ist, die Schnellen, die haben es wahrscheinlich schon gemerkt, kann natürlich die Notenbank entsprechend anders agieren. Also die EZB, ja, die ist ein Problem sui generis, sage ich mal. Die versucht, die Zinsen zu erhöhen, aber doch nicht, damit die Eurozone nicht auseinanderbricht. Aber ihr seht schon, die EZB, aber auch die Fed müssen zumindest was gegen die Inflation tun. Sie müssen zeigen, dass sie dagegen angehen.
Dieses Problem hat die People's Bank of China, also die chinesische Zentralbank, nicht, weil die Inflation einfach kein Thema in China ist. Deswegen kann man die Zinsschraube lockern. Blende ich euch noch eine Grafik ein. Stammt ebenso wie die Vorgrafik von Trading Economics und ihr seht hier die Zinsentwicklung in China über die letzten 10 Jahre. Und ihr seht auch, dass die Zinsen auch in den letzten Monaten gelockert wurden. Das ist die sogenannte Loan Prime Rate der People's Bank of China. Das ist also ein wichtiger Art Leitzinsindikator, wobei man sagen muss, in China gibt es verschiedene Arten von Leitzinsen. Aber die Tendenz ist doch gleich, dass also hier eher eine Lockerung ist, während bei uns im Westen als Kampf gegen die Inflation die Zinsen erhöht wurden. Zudem kommt ins Spiel auch eine jüngste Meldung, dass die chinesischen Versicherungskonzerne angewiesen wurden, dass sie Staatsanleihen kaufen sollen, in ihre Bilanzen nehmen. Das ist eine Art von, nennen wir es mal, verdecktem Quantitative Easing. Quantitative Easing im Gegensatz zu Quantitative Tightening, was wir gerade im Westen sehen, ist das Kaufen von Staatsanleihen, weil wenn Anleihen gekauft werden, geht der Kurs nach oben und der Zins geht nach unten. Das Gegenteil ist das Quantitative Tightening, das heißt, wenn EZB und Fed Anleihen aus der Bilanz herausnehmen, in den Markt reingeben und verkaufen, geht das Zinsniveau nach oben. Die Chinesen sind hier, ich sage es nochmal, in der komfortablen inflationären Situation, dass man die Zinsen senken kann. Und deswegen macht es absoluten Sinn, dass man die Versicherungsgesellschaften angewiesen hat, dass sie Anleihen kaufen, weil dadurch das Zinsniveau auch am breiten Markt nach unten geht. Ergo werden die Wirtschaftsbedingungen besser, die finanziellen Konditionen werden besser, die Wirtschaft wird angekurbelt, es entsteht Wachstum und wo Wachstum ist, geht natürlich die Arbeitslosigkeit, gerade die gefürchtete Jugendarbeitslosigkeit zurück und natürlich ist es auch gut für den Immobilienmarkt, weil Wachstum ebenfalls auch dort stabilisierend wirkt. Diese zwei Probleme werden also in China angegangen. Ich möchte allerdings gar nicht die Probleme kleinreden. Das ist also eher ein Prozess, als dass man sagt, okay, die Zinsen werden gelockert und in ein, zwei Tagen ist alles gut. Aber die Regierung hat diese Probleme erkannt, tut was dagegen. Das ganz große Problem, der Elefant im Raum, das sind allerdings die Corona-Maßnahmen. Und da blende ich euch auch eine Grafik ein. Die Grafik stammt von Statista und zeigt den sogenannten Stringency Index. Mensch, ich habe das Wort jetzt ein paar Mal geübt, aber offenbar kriege ich es immer noch nicht ganz raus. Also das ist der sogenannte, nennen wir es mal den Stringenz-Index, der weltweit zeigt, welche Länder welche Corona-Maßnahmen noch umsetzen. Und ihr seht, ganz oben sind Pakistan und China. Pakistan ist wahrscheinlich den meisten für die Geldanlage egal, das klammern wir jetzt mal aus, aber China natürlich als je nach Maßstab größte oder zweitgrößte wirtschaftlich gemessene Volkswirtschaft der Welt. Da ist es natürlich ein Problem, wenn die Corona-Maßnahmen extrem hart sind. Dieser Index wird übrigens von der Uni Oxford berechnet und ihr seht, China ist da ganz oben noch mit dabei. Das bietet allerdings deutliches Potenzial und das ist auch der Grund, warum ich sage, im nächsten Jahr könnten China-Anlagen wirklich die große Chance und sogar die größte Chance des Jahres sein. Warum? Die Corona-Maßnahmen, ich brauche es euch nach 2, 3 Jahren Corona mittlerweile gar nicht mehr erklären, haben natürlich dazu geführt, dass Lieferkettenproblematiken entstanden sind, Wachstumsprobleme, also Probleme aller Art. Vor allem gerade in China, wo wir ja viel eingekauft haben, haben die Corona-Maßnahmen, die Lockdowns bis heute dazu geführt, dass einfach viele Produkte nicht produziert werden können, nicht ausgeführt werden können. Und das drückt natürlich global auf die Wirtschaft und natürlich auch innerhalb Chinas auf die Nachfrage. Wurden jetzt jüngst in dieser Woche auch Zahlen zum chinesischen Export und Import veröffentlicht und die sind für chinesische Verhältnisse muss ich sagen, katastrophal. Also deutliche Einbrüche, Exporte gingen zurück, Importe gingen zurück, die innerchinesische Nachfrage ging zurück, die Nachfrage aus dem Ausland ging zurück, es wurde nicht mehr ins Ausland Waren exportiert. Also das ist natürlich für den Wachstumsmotor China fatal und deswegen hat auch die Parteiführung in China erkannt, dass man hier in puncto Corona etwas tun muss. Die Methode, ich nenne es jetzt mal die Methode Enver Hoxha, wer von ihm gehört hat, er war lange, nennen wir es mal Diktator von Albanien und er hat Albanien also lange Zeit abgeschottet. Diese Methode ist natürlich in einer globalisierten Welt, wie wir sie jetzt kennen, worauf auch China angewiesen ist, nicht mehr möglich. Die Parteiführung muss sich also öffnen, muss Risiken eingehen, wobei man auch hier sagen muss, wir sehen aktuell in China deutliche Öffnungsschritte für chinesische Verhältnisse. Das ging schon vor 2, 3 Wochen los, als in den chinesischen Medien auf einmal von asymptomatischen Corona-Fällen gesprochen wurde. Das heißt, von nicht mehr pauschal zu sagen, okay, 10, 20, 30.000 Leute sind infiziert, sondern man hat deutlich unterschieden, wer hat überhaupt Symptome, wer kann nicht mehr arbeiten und wer ist wirklich krank. Da hat sich auch gezeigt, dass die meisten eigentlich asymptomatisch waren, die haben es gar nicht gemerkt, die wurden durch die Zufallstests herausgezogen. Und das hat jetzt wohl die Parteiführung dazu bewogen, dass man hier also lockerer mit Corona umgehen kann. Es hat auch zu deutlicher Euphorie am chinesischen Aktienmarkt geführt. Wenn ihr euch mal den Hang Seng Index beispielsweise anseht,
dieses Jahr deutlich zurückgekommen, hat allerdings ja in den letzten Tagen und Wochen eine Erholungsrallye an den Tag gelegt, ist auf Jahressicht allerdings immer noch deutlich im Minus. Aber ihr seht schon, die Aktienmärkte reagieren positiv auf die neuen Corona-Maßnahmen, die da in China jetzt ergriffen werden. Und das bietet für die Zukunft natürlich deutliches Erholungspotenzial am Aktienmarkt und auch global gesehen. Also wenn China jetzt wieder zurückkommt in die weltweite Nachfragegleichung, da gibt es viele Sektoren, wie beispielsweise aus dem Rohstoffsektor, aber auch die ganzen Emerging Markets Fonds, die dürften da deutlich davon profitieren. Und natürlich, und da wird es spannend, einzelne Branchen, die davon stark profitieren. Da im Übrigen, ich blende es euch ein, ich verlinke es euch mal unten drunter, habe ich ein Special diese Woche erstellt, am Dienstag verschickt an alle Leser meines kostenlosen Reports. Tragt euch da mal unbedingt ein. Da habe ich nämlich eine interessante Studie gefunden und die hat mal geschaut, wie man von der Öffnung Chinas profitieren kann, ohne, und da wird es spannend, in China zu investieren. Es gibt viele, die haben sich in China die Finger verbrannt, die sagen, na, China-Aktien habe ich keinen Bock mehr drauf, das lasse ich lieber. Deswegen nenne ich dort Branchen aus Europa und den USA, die profitieren, wenn China sich jetzt Schritt für Schritt weiter öffnet. Das heißt, ihr müsst nicht mehr in China investieren, ihr könnt auf die Branchen bei uns im Westen setzen, profitiert aber indirekt trotzdem von China. Wer natürlich sagt, naja, das ist mir jetzt irgendwie zu viel Umweg, da habe ich keinen Bock drauf, ich will weiterhin in China investieren, zu denen gehöre ich auch, dann nenne ich euch in diesem Report auch die besten ETFs für China. Also unbedingt mal reinschauen, wenn ihr euch eintragt, bekommt ihr sofort die letzte Ausgabe zugeschickt und dann habt ihr alle Infos, alle ISINs, alle WKNs also zur Hand. Und um es jetzt mal abzuschließen, in China bietet sich also für nächstes Jahr in meinen Augen extremes Potenzial, weil China lange ja, sich sehr stark abgeschottet hat, jetzt gezwungen ist zu öffnen. Das bietet aber auch die Chance, oder na, die Chance eher nicht, auch das Risiko, dass wir auch in den nächsten Wochen und Monaten bestimmt sehr, sehr negative Meldungen aus China hören werden, weil natürlich bei einer Bevölkerung von 1,3 Milliarden automatisch auch schwerwiegende Fälle auftreten werden. Da werden auch Krankenhäuser teilweise überlastet sein. Das bietet dann möglicherweise wieder Nachkaufchancen, aber der Weg ist jetzt eingeschlagen. Die chinesische Regierung kann also diese harten Maßnahmen in Anbetracht dessen, ich meine, die Chinesen, die sind ja auch nicht doof. Also die haben ja auch Social Media, die haben ja Zugänge trotz aller Zensurmaßnahmen zu Bildern aus dem Westen. Also wenn eine Fußball-WM in Katar stattfindet mit zehntausenden Leuten und ohne Maske und sonstige große Ereignisse, dann fragen sich die Chinesen natürlich auch, leben wir auf einem anderen Planeten oder was ist bei uns los? Also diese Abschottungstaktik, die geht einfach nicht mehr. Die Parteiführung wird das jetzt Schritt für Schritt langsam öffnen. Und das bietet natürlich Potenzial für Unternehmen im Westen, die davon profitieren. Das bietet Potenzial für Unternehmen in China, die davon profitieren, und für andere Branchen und Sektoren, über die ich noch sprechen werde in nächsten Videos. Jetzt zum Abschluss bin ich natürlich gespannt auf eure Meinung, ob ihr meine größte Chance für 2023 ähnlich seht oder ob ihr einen komplett anderen Sektor, andere Anlageklasse gerne auch ausgemacht habt, wo ihr sagt, da sehe ich viel, viel, viel mehr Potenzial im nächsten Jahr. Gerne einen Kommentar unten da lassen. Ich bin da natürlich für eure Meinung immer, bin ich drauf gespannt. Denke da auch drüber nach und das gibt mir natürlich auch immer wieder neue Ideen für weitere Videos. Dann aber darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr seht mich wieder im nächsten Video und bis dann.